Liebe Zuschauer, liebe Lokfans, liebe Sponsoren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 16. Spieltages der Regionalliga Nordost. Wir sahen das Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig gegen SV Lichtenberg 47, Halbzeitstand 1:1, Endstand 2:2. Das Spiel sahen 2820 Zuschauer. Ich begrüße beide Trainer, Wolfgang Wolf, unseren Trainer, und Uwe Lehmann, den Gästetrainer. Und das erste Wort zum Spiel hat natürlich der Gästetrainer Uwe Lehmann. Bitte. Ja, erstmal hallo in die Runde. Guten Tag. Ich denke, vorneweg erstmal ein herausragender Rahmen für Regionalliga und natürlich für uns als Gast aus Lichtenberg, der hier seit Jahren mal wieder zu Gast sein durfte. Vielen Dank auch für den freundlichen Empfang. Zum Spiel, ich denke, Kollege wird es gleich ähnlich dann skizzieren. Wir haben die ganze Woche über die Stärken von Leipzig gesprochen. Eine herausragende Stärke sind Standardsituationen. Und wenn du dann die ganze Woche im Video und Co. und auf dem Platz des Anträgers und trainierst und dann 0-1 durch den Standard zurückbiegst, dann fragst du dich manchmal, was du die Woche erzählt hast. Beziehungsweise, wo die Jungs waren, die es dann besser machen können. Dann muss ich meiner Fußballmannschaft ein Kompliment machen, wenn du auswärts hier 0-1 zurückliegst und dann so zurückkommst mit einem herausragenden Fußballtor und es schaffst nach der Halbzeit ein 2-1 in Führung zu gehen mit einem nicht viel schlechteren Tor und das Stadion eigentlich auch Dezibel 0 hast, dann musst du es besser zu Ende spielen. Zweite ist auch ein Standardtor, den legen wir Weltklasse vor. Und dann ist es ein offenes Spiel. Ich kann meiner Mannschaft Komplimenten nur aussprechen, dass es sehr gut gemacht hat. Mit einem Kollegen habe ich vorher gesprochen, Lok Leipzig für mich natürlich einer der Favoriten auf den Staffelsieg. Und das, was sie vor allen Dingen gegen den Ball machen und in der Ordnung machen, ist es für mich die beste Mannschaft. Spielstil ist schwierig zu spielen für den Gegner. Viele geradlinige, einfache und gut gemachte Dinge. Und da ist es viel Zweikampf, viel kognitiv. Und da sind wir froh, dass wir einen Punkt mitnehmen. Drückt euch alle Daumen. Freue mich, wenn der ein oder andere den Weg dann hoffentlich ins Zoschke-Stadion finden darf. Und bedanke mich für das Weserluft. Herr Lehmann, danke für Ihre Einschätzung. Und jetzt unser Trainer Wolfgang Wolf zum Spiel. Ja, hallo zusammen und danke für die Worte. Da kann ich ein paar unterstreichen. Wir wussten natürlich auch über die Stärken und Schwächen von unserem Gegner und sind da eigentlich sehr gut ins Spiel reingekommen. Ja, haben gleich die erste Aktion, Standardsituation genutzt. Ja, und dann frage ich mich, was für einen Aufwand müssen wir betreiben, um mal aus dem Spielverlauf ein Tor zu machen. Ja, und der Höhepunkt ist, dass Eiko da 5 Meter in Jamal in den Rücken schießt. Ja, der blockt den Ball ab. Ja. Dann kriegen wir klar aus der Chance nicht rein, wenn ich einen Stein kurz nach der Halbzeit läuft allein auf den Torwart drauf zu. Das muss er auch machen. Ja, dann hat der Gegner von uns ein Tor geschenkt bekommen zum 1-1. Ja, da sind wir einfach nicht in der Lage, den Ball mal richtig zu klären, einfach mal rauszuschlagen. Ja, und dann haben wir 10 Minuten gebraucht, um wieder ins Spiel zu kommen. Ja, das haben wir dann ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit, haben den Gegner kontrolliert. Wir wussten die Stärken und das ist mit die stärkste Kontermannschaft in der Liga, da muss ich euch ein Kompliment machen. Die haben da 4, 5 Leute vorne drin, die gehen am Ball, die suchen die Zweikämpfe, der Rappel ist in der Luft. Das hat aber unsere Jungs, haben das sehr gut gemacht im Dreieck hinten, Sigurd, Urban, Wolf. Die haben das sehr gut gemacht über die 90 Minuten. Ja, da kommen wir raus, nehmen uns viel vor, kriegen die erste Chance nicht geregelt und der Gegner macht wieder durch den Konter das 2-1. Das hat er schon mal gut gemacht, die Kröte muss man schlucken und ja, dann bin ich natürlich ein Trainer, der wartet nicht lange. Ja, ich habe Risiko gespielt, ich habe Schulle rausgenommen und habe 1-1 hinten gespielt und habe eine zweite zentrale Spitze. Ja, und dann haben wir das 2-2 gemacht, aber dann haben wir nicht mehr klar gespielt. Dann war es hektisch, da war es fahrig, da wollten wir alles und wussten natürlich, dass sie sehr konterstark sind und da war es ein offener Schlagabtausch am Schluss. Na, wenn man die Ergebnisse sieht heute, ja, ist alles drin, ja, passt. Wir sind nicht die Gejagten, wir sind die Jäger und das passt mir. Ja, die Mannschaft ärgert sich jetzt, aber ich habe auch gesagt, ihr könnt euch darüber ärgern, über die Abläufe, die wir noch vorne sind. Hinten sind wir stabil. Ja, da mussten wir heute die Kröten schlucken, weil wir da auch nicht in der Endkonsequenz geklärt haben. Aber letztendlich muss ich euch auch ein Kompliment machen. Ihr seid schwer zu spielen,
Ihr habt nicht umsonst gegen Altkliniker, gegen Hertha und gegen Erfurt klar gewonnen. Ja, und von daher muss ich sagen, müssen wir mit dem Punkt leben. Und jetzt haben wir am Freitag ein schönes Spitzenspiel vor der Brust. Das wird auch nicht einfach, aber auch nicht schwerer. Dankeschön. Danke, Wolfgang, für deine Worte. Du hast es angesprochen, jetzt zwei Auswärtstermine, jeweils freitags in Berlin, einmal bei Altklinike, den nächsten Freitag bei Hertha 2. Okay. Und wir alle sehen uns dann spätestens am 15.12. wieder. Lok Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt hier, letztes Spiel vor der Winterpause. Ich freue mich. Dankeschön, ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.